Der Moment, wenn man merkt, dass man gerade die ganze Zeit gemutet gespielt hat. Das ist ein Moment voller Hass. So. Chickadoos. Ah, Mann, die ganze Zeit gemutet gespielt. Wie nervig. Immerhin platzt da gleich. Oh Gott. 14 Minuten. Knapp eine Folge, die ganze Zeit gemutet gespielt. Ich habe keine Lust auf Nachsynchronisieren. Ich will nicht. Egal. Du siehst hungrig aus. Ich bin gerade im Modus der maximalen Angepisstheit. Habe ich einmal kurz in den Schnitt gesetzt, weil ich mich mit dir unterhalten habe zwischendurch und da vergesse ich natürlich mal wieder zu entmuten. Ich sollte mir angewöhnen, einfach nicht zu muten und einfach nur zu schneiden. Das wäre sicherer. Viel, viel sicherer. Vor allem, ich habe die Aufnahme pausiert und dann nach erst gemutet. Nee, andersrum. Ich habe... Oh, Phosphor-Slime. Kein Phosphor-Slime mehr. Ich hasse, dass diese Mischlinge entstehen, wenn sie die Plots von anderen essen. Deswegen sollte ich eigentlich die Plots entfernen, aber... Phosphor-Slime. Sehr gut. Juhu, mein erster Phosphor-Slime. Hardberries, genau, die hätte ich mal mitnehmen sollen. Habe ich ganz vergessen. So. Oh. So. Hallo, kann ich noch ein paar einsammeln? Nö. Na gut, dann halt nicht. Hier? Oh. Wollte sowieso einen mitnehmen. Ja, für euch bringe ich gleich wieder ein paar Hardberries mit. So. So. Löse ich die mal eben ein. Ja, endlich. So. Nee, da. Und Add Storage. Sehr gut. Ganze Menge Slimes, die hier rumliegen. Nee. Slimes und Plots. Ja, vielleicht ist hier so eine Heartbeat drin. Ach, du sollst kaputt gehen. Ja. Au. Kein Heartbeat. Leider nicht. Aber ein Phosphor-Slime. Ja. Meins, 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 meins. So. Da, wo ich herkomme, gibt es eine ganze Menge Fressen für dich. So.
Meine Nase ist gerade wieder ein bisschen am Laufen. Mehr mein rechtes Nasenloch als das andere. Seltsamerweise. So. www.angenehmedetails.de. Ah, Phosphor-Slime. Moins. Moins. Noch platzt er nicht. Ich dachte, wenn er schon so vibriert, dann platzt er schon auch wieder nach einer Sache. Aber scheinbar nicht. Phosphor-Slime. Meins. Ja, wurde gerade wie ein Huhn wegschnabuliert. Ich hab's doch gehört. Ah, Mann. Das Warten darauf, dass man wieder die Energie zurück hat, nervt ein bisschen. So. Hier hätte ich dann auch schön gleich den Schlüssel verwenden können. Kein Hühner? Hallo? Ah. Oh. Ach, verdammt, eine Pogo-Fruit. Nur eine Pokéfood. Heartbeat. My heartbeat just for you. You. Lee. Versteckte Botschaften in Videos. Nee, nicht ernst nehmen. Ist nur ein Running Gag. Okay, Phosphor Slimes. Da ist noch einer. Hey, warte, warte. So. Au. Au. Ich sollte nicht immer so gewaltvoll in die Rock Slimes reinlaufen, glaube ich. Es tut mir nicht sonderlich gut und denen auch nicht. Obwohl, ich glaube, denen ist es egal. Die sind ja aus Stein. Okay. Jetzt habe ich schon 1 Stunde und 20 Minuten Blödsinn gelabert. So langsam reicht es ja auch, ne? So. 1, 2. So, ihr habt jetzt Hunger. Ich weiß. So. Gleich alle am Fressen. Sehr schön. Okay, sonst noch was zu erledigen? Ihr habt gar keine... Nö. Und hier? Ich habe ja eigentlich gesagt, dass zwei Hähne eigentlich ausreichen, ne? So. Ja. So sollte es reichen. Oh, zwei Stück. Kommen auch von einem Hahn eigentlich. So. Dann gehe ich nochmal schlafen. Sleep until morning. Schöne Musik dabei, nebenbei bemerkt. So. Gleich ein bisschen geerntet. Ich habe das Gefühl, das Spiel wäre für einen Stream viel, viel praktischer. So. So, auf Lager packe ich hier mal ein paar hin. Damit das nicht schon wieder vorkommt. Dass ich mal nichts zur Verfügung habe. Zum Füttern. So.
Immer noch Growing steht hier, aber hier sehe ich nichts. Ah, 24 hiervon. Oh, ja, 24. Ich vergesse dieses Limit von 20 immer wieder. So, dann mache ich eure noch mal ein bisschen höher. Und dann spare ich mal ein bisschen. Dass ich mir vielleicht auch hier diese neuen Bezirke noch freischalten kann. Kostet 1700 irgendwas. Obwohl. Ja, mache ich später. Da kann ich auch auf jeden Fall noch was machen. Und hier die Grotte. Kann ich die Ranch noch ein bisschen erweitern. Und da habe ich noch mal ein paar weitere Möglichkeiten, Sachen anzubauen. Okay, hier war es das aber auch erstmal. Gehe ich wieder auf Reise und versuche mal den Freund da hinten noch ein bisschen zu füttern. Mit genau dir hier. So. Ich denke mal, es sollte eigentlich schon reichen. Der war schon so am Zittern. Der ist schon so richtig gespannt. Der platzt doch schon auf, wenn ich nur einen kleinen Finger in den Bauch stecke. Ja. Meinen kleinen Finger. Und mit meinem großen Daumen nur so ansatzweise in die Nähe komme. So. Was? Der hält das noch aus? Also langsam muss er doch mal bersten. So. Oder? Möchtest du eine Stony Hen? Was ist das? Q-Berry. Ja, Q-Berry. War mal toll, jetzt nicht mehr. Ja doch, ist schon noch toll, aber war mal toller. So. Ausdauer regeneriere gefälligst. So. Immer noch keine. Oh. Manometer. Okay, wie spät ist es eigentlich? Achso, 11.35 Uhr. Okay. Das ist immer noch nicht zerborsten. Das heißt, ich muss einfach noch ein paar weitere Hühner besorgen. Seht ihr noch ein paar? Nö. Da drüben. Ich sollte einfach weniger sprinten, glaube ich. Wenn ich weiß, dass ich sowieso gleich mein Jetpack benutzen muss. Hallo? Egal. Sprinten! Sprinten ist toll, so wie Luft atmen. Hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Egal. So. Oh, der ist immer noch nicht geplatzt. So langsam regt mich das auf. Egal, ich gehe mal weiter. Oh. 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 Der wäre mir beinahe ein Malheur passiert. Oh. Eine Kiste.
Meins. Geld, 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 Geld. Pogo Fruit. Na super. Hey. So. Jetzt kommen wir auch wieder zurück, glaube ich. Wir sind jetzt hochgegangen, um jetzt wieder runterzufallen. So, ich denke mal, jetzt sollte es kein Problem sein, oder? Auch wieder hochzukommen, oder? Hm. Das ist blöd. Ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass wenn... dass wenn wir schon den Jetpack haben, dass man danach auch hier wieder hier hochkommt. Verdammt. Da braucht man noch einen stärkeren Jetpack. Na danke. Emergency Return. Okay, ich glaube, da muss man den einfach noch ein bisschen stärker machen, den Jetpack. So. So. Habt ihr auch wieder was zu fressen? Hier wächst noch was. Gut. Und ihr habt auch noch zwei Männchen da. Gut, dann. Huch. Elderhan. Ah, das ist so eine Henne, die keine Eier mehr legt. Ja, dann gleich mal weg. Tschüss. Also die Art Henne, die gleich verfüttert wird. So traurig es auch klingt, so wahr ist es allerdings auch. Ah. Ich brauche eine neue Q-Berry. Oh. Eine. So. Ja. Dann verabschiede ich mich jetzt für diese Aufnahme. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.